meine Lieben. Ja, ich wünsche euch allen einen schönen Wochenstart und ich möchte euch heute mal zeigen, was ich für die liebe Monika zusammengestellt habe. Wir hatten einen Tausch auf Insta. Ihr Päckchen habe ich ja schon hochgeladen und jetzt möchte ich mal zeigen, was ich für sie gemacht habe. Und zwar habe ich ihr hier diese Box bekommt sie, die hatte ich ja schon vorher gestaltet und die möchte sie gerne haben und ich soll sie auch bekommen. Ja, und die möchte ich euch heute zeigen, wie sie befüllt ist. So, dann zeige ich euch noch mal so die ganze Box, wie sie aussieht. Dann machen wir das gute Stück mal auf. Ja, da haben wir dann hier ein paar Stanzteile. So Mumien-Stanzteile. Ich sehe wieder nichts. Kann man ein bisschen schlecht erkennen, ne? Ah ja, ja, jetzt fällt mir das auch noch darunter. Das brauche ich ja auch noch. Abfilmen. Guck ich mal hier. Ich glaube, hier kann man es besser erkennen. Ja, so Mumien. Habe ich ihr gemacht. Und dann bekommt sie so, die kennt ja jeder, die Fledermäuse. Ich möchte jetzt auch nicht alles rausholen. Das kann man schlecht erkennen hier, meine Kamera. Ja, bei uns ist es ziemlich dunkel. Dann so ein kleines Fläschchen. Ja, aber ich denke, man kann es auch so gut erkennen, was drin ist. Da ist noch ein Fläschchen. Dann habe ich hier solche verschiedene Farben, so Totenköpfe, aus Fimo gemacht. Und dann noch einen großen. Eieiei. So zwei. Muss schon mal rausholen, ob ich das jetzt hier. Das habe ich so als bisschen als Deko da reingelegt, aber naja, es ist nicht so das Wahre. Jetzt lasse ich es auch drin. So, dann so Kürbisse, zwei Stück. Nochmal so ein kleines Fläschchen. Und dann solch eine Klammer. Und nochmal hier so Kürbisköpfe. So, ups. Irgendwo ist das ein bisschen dunkel. So, jetzt geht's weiter. Ich muss mal kurz Pause machen. Ich musste schnell was machen. Dann habe ich oh je, eine Menge Zeug. Das möchte ich jetzt auch nicht alles rausholen. So, eine Hand kann ich ja mal zeigen, habe ich reingemacht. Dann hier so kleine Rähmchen,
wo man ein Bild reinmachen kann. Ja. Nicht scharf machen. Schlüssel, Schmetterling. Dann sowas. Das kann man besser erkennen. Dann hier solche zum Anhängen. In ja, lila und blau. Verschieden. Dann so eine Uhr. Dann so ein, wie nennt man das? Medaillon. Da noch mal ein Schmetterling, ja, ich glaube, die nennt man Medaillon. Sind so 5 Stück oder was drin. Und dann noch mal hier. Von denen sind, glaube ich, auch 5 oder 6 Stück drin. 6 Stück. Dann von denen 2. Ne, eine. Die eine kommt woanders rein. Von denen eine und dann ja hier noch so Blätter gemischt in verschiedenen Farben, so kleine Blättchen, da kann man noch was sehen, in ja so in Orange, in Gelb. Und dann noch sowas. Das ist ein Herz. Das kann man anhängen. Das kann man. Kamera, die macht schlecht. Dann hier, ich weiß nicht, die Netten oder wie sie heißen. Verschieden. Und dann so verschiedene Röschen. Hier haben wir dann noch mal so Geister. Und dann noch so eine Flasche. So, das wäre alles hier drin. In der Box. Es geht dann auf die Reise heute oder morgen. Je nachdem, wie ich es schaffe, weil mir geht es nicht so gut. Mir ist es wieder, ja, nicht, im Moment wieder nicht so gut. So. Aber ich wollte das jetzt auch nicht länger, nicht mehr länger warten, weil die Monika, die wartet hier auch und die freut sich ja dann auch, wenn sie es bekommt. Und da habe ich gedacht, ich drehe das jetzt erstmal ab. So, verpackt habe ich es nicht. Dann haben wir hier nochmal so Standteile, verschieden. Und hier so ein Stoff für Halloween. Da habe ich auch schon viel gebastelt, auch ein Pocketletter mitgestaltet. Dann hier so verschiedene Kürbisköpfe, die ich mal aus so Deckchen ausgeschnitten hatte. Hatte ich auch mal ein Video gemacht. Ja, dann hier so kleine Stanzteile. Verschieden. Das sind alles aus Papierresten gestanzt. Dann habe ich ihr hier so mal so ein Sticky-Tape dazu gegeben. Kann man immer gebrauchen. Klebepads. Und dann hier nochmal so Klebedots, so 500 Stück. Verpackt habe ich leider nichts, wie gesagt, weil es mir nicht so gut geht. Dann bin ich froh, wenn ich das hier abgedreht habe.
Dann habe ich Stempelabdrücke gemacht. Kann man auch immer gebrauchen. Also das sind dann immer dieselben. Dann habe ich hier noch mal hier so Embellishment. Kriegt sie dazu. Dann so Glitzersteinchen. Und ja, hier so Buchstaben. So. Verschieden. Oh, das kann man schlecht erkennen, ne? Ja, den kann ich nicht. Ich mache es mal so. So geht es vielleicht auch. Genau. Dann habe ich mal was dazu getan, was nicht Halloween ist. Also das kann man dann auch mal zu Weihnachten verschicken. Die habe ich auch selbst gemacht. Und hier. Für Weihnachten. Denke ich, kann man auch gebrauchen. Und dann habe ich ihr noch verschiedene Deko-Stoffe zusammengestellt. Möchte ich aber jetzt auch nicht alle aufmachen. Das sind dann einmal hier die Geister. Dann haben wir hier so Hexen und Kürbisköpfe. Dann habe ich das Ganze noch mal in Silber. Oder ich mache es mal so. Habe ich schon alles schön zusammengerollt. Dann dieses. Und dann mit Spinnen. Und hier mit solchen Blättern. Also die Blätter, die sehen dann so aus von dieser Seite. Sind sehr schön. Und ich bin hingegangen. Ich habe dann mir einen Teil von den Blättern habe ich mir ausgeschnitten. Die kann man auch gebrauchen für da auf dem Pocketblätter oder für Karten zu basteln, zum Aufkleben. Ich habe dann abends immer beim Fernsehen habe ich mir dann so ein Stück Stoff genommen und habe die ausgeschnitten. Ja, ich finde, das ist ein sehr schöner Dekostoff. Den hatte ich auch mal aus Facebook getauscht. Ja, meine Lieben, das war's. Ich hoffe, dass sich die liebe Monika darüber freut. Ich werde ihr noch eine Karte dazu machen. Eine kleine Post und dann geht es entweder heute oder morgen auf die Reise. Ja, euch wünsche ich noch eine schöne Woche. Bleibt mir alle gesund und dann sage ich bis zum nächsten Video. Tschüss, meine Lieben.